Jetzt kommen wir zu unseren hochwertigen Ölen. Also, unser griechisches Olivenöl ist in einer deutschen Ölmanufaktur hergestellt, die sich spezialisiert hat auf griechische Oliven. So, die Oliven wachsen im Südwesten der griechischen Peloponnes und durch die Begünstigung des milden Klimas, was dort ist, und die Meeresnähe, da gedeihen die Oliven natürlich total gut. Und schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Hier, versucht mal es zu riechen, das riecht. Aber da ist das noch besser. Das riecht einfach mega und schmeckt auch ganz mild. Das ist ganz mild im Geschmack. Und das hat einfach dort auf den Peloponnes ganz optimale Bedingungen. So, durch das schonende Verfahren, wie die praktisch gepresst werden, bleiben die ganzen guten Geschmacksstoffe erhalten und ist also richtig so ein schönes abgerundetes Olivenöl. Das kannst du natürlich, wo man immer Olivenöl hernimmt, nimmt man natürlich für Salate, man nimmt es in Soßen rein oder sonstiges. Es darf halt nicht zu hoch erhitzen, ist kein Bratöl, ja. Also wie gesagt, wenn ihr was anbratet, dann nur auf niedriger Temperatur, dann kannst du das wunderbar verwenden. Ist halt ein sehr fruchtiges Öl, ja. Das hier, das Basilikumöl, das ist echt der Knaller, das liebe ich. Und wie gesagt, wenn ihr da reinriechen würdet in diese Flasche, dann würdet ihr denken, ihr steht im Basilikumwald, ja. Überall nur Basilikum um euch herum. Das ist so stark im Duft. Und zwar deswegen, weil die Oliven werden gleichzeitig mit dem Basilikum gepresst. Das heißt, das Öl aus dem Basilikum wird da, oder der Geschmack von dem Basilikum wird damit reingepresst. Das ist also nicht, es kommt nicht im Nachhinein rein, sondern es wird gleich zusammen vermahlen und deswegen ist es so wahnsinnig aromatisch. Und wenn du zum Beispiel mal Tomate Mozzarella machen möchtest und kein Basilikum daheim hast, aber dein Basilikumöl, das reicht. Du machst die Augen zu und denkst, du beißt auf Basilikum, weil das ist wirklich geschmacklich der Knaller. Was ich liebe ist Feta-Käse mit ein bisschen Tomaten in den kleinen gusseisernen Förmchen von Pepper Chef. Und dann kommt noch ein bisschen Bruschetta-Gewürz obendrauf. Das erzähle ich euch dann gleich. Und dann mit dem Basilikumöl in den Ofen geschoben. Oh, das ist wirklich zum Niederknien. Das ist der Knaller. Du beißt da rein und so, boah, wie, da brauchst du nichts anderes mehr. Du brauchst kein Brot dazu, du brauchst gar nichts. Du brauchst nur noch diesen Feta mit den knackigen Tomaten. Also dann nicht mehr knackig natürlich, aber mit den Tomaten und diesem Basilikumöl schmeckt hervorragend. Also diese zwei Öle, mega.